In diesem Video geht es um das Thema Remarketing. Remarketing ist eine leistungsstarke Strategie, um die Conversion von Kunden als Finanzberater zu steigern. Und mit Conversion meine ich, dass Leute sich bei dir eintragen. Heißt, es ermöglicht dir, potenzielle Kunden erneut anzusprechen, die bereits Interesse gezeigt haben. Und hier sind einige bewährte Schritte, wie du Remarketing für dich erfolgreich einsetzen kannst. Und zwar kannst du deine Zielgruppe dadurch segmentieren. Heißt, du kannst deine Zielgruppe in verschiedene Segmente aufteilen, zum Beispiel basierend auf ihrem Verhalten und auch ihren Interessen. Das ermöglicht dir nämlich, eine genaue, maßgeschneiderte Remarketing-Kampagne zu erstellen. Was heißt das, das Beispiel? Leute, die bereits schon ein Video oder eine Werbeanzeige von dir gesehen haben und eine bestimmte Webseite zum Beispiel besucht haben, diese Leute, die sich dann aber keinen Termin als Beispiel besucht haben, die kannst du wieder durch eine andere Werbeanzeige anspielen und sie werden wieder und wieder etwas von dir angezeigt bekommen. Und das ist natürlich halt ein total krasser Pluspunkt. Vielleicht kennst du das nämlich auch schon mal. Du hast irgendwo Schuhe gesehen, kriegst du immer wieder diese Schuhe angezeigt. Und das ist, wie gesagt, halt das Spannende, weil das kannst du nämlich im Social Media Remarketing für dich auch nutzen, denn du kannst auf Plattformen wie Facebook und LinkedIn nämlich ganz genau Leute gezielt auf gewisse Themen ansprechen, die dann deine Landingpage besuchen, worüber sie sich eintragen oder sich direkt einen Termin buchen. Braucht man noch nicht mal eine Landingpage dafür. Das ist auch möglich und kannst natürlich diesen klaren Mehrwert dahingehend halt hervorheben. Und das ist halt total cool, weil du kannst zum einen dafür sorgen, dass Leute, die dich einmal gesehen haben, dich immer wieder angezeigt bekommen. Du kannst aber auch dafür sorgen, dass bestehende Leute, die sich bereits schon eingetragen haben, dass daraus online so gesehen auch eine Zielgruppe erstellt wird, wo du sagen kannst, hey, spiel die Werbekampagnen an Leute aus, die ähnlich diesen Leuten sind, die sich bereits schon bei dir eingetragen haben. Und jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor, du bist Kunde, also noch nicht Kunde, aber bist so gesehen, ja, jemand, der sich für Finanzen und Versicherungen interessiert, bist gerade abends auf dem Sofa, die Freundin bringt gerade die Pizza in den Ofen, du bist da und denkst dir, oh ja, PKV wollte ich ja schon immer mal wechseln, gehst so drauf. Das wäre jetzt als Beispiel deine Werbeanzeige als Finanzberater und Versicherungsvermittler. Würdest du jetzt draufklicken? Also du nicht, sondern der Kunde, wie gesagt, halt, also der Interessent dementsprechend, würde sagen, oh ja, wie cool, was ist? Die Freundin kommt wieder, sagt, oh, bist du schon wieder am Handy? Was ist? Oh, er tut das Handy weg. Nächsten Tag öffnet er wieder Social Media oder abends wieder, ist nicht mehr das da, wo sich eigentlich die Person bei dir eintragen wollte. Und das wäre ja für dich total ärgerlich, weil genau diese Person interessiert sich ja dafür, kriegt genau das angezeigt, wofür sie sich ja interessiert, nämlich du, der ihr dabei helfen kannst. Aber sie konnte sich nicht eintragen, weil die Freundin gesagt hat, ey, sei nicht schon wieder am Handy. So welche banalen Situationen gibt es wirklich? Und genau dafür ist dieses Remarketing nämlich da, dass du sagen kannst, hey, diese Person hatte geklickt, jetzt spiele ich das jetzt einfach wieder aus oder ich spiele da was anderes aus. Und was passiert, diese Person, die abends geklickt hat, gestört wurde von der Freundin, weil sie gesagt hat, oh, bist du schon wieder am Handy, ist am nächsten Tag auf dem Weg zur Arbeit, ist bei der Arbeit angekommen, bevor es losgeht, schaut nochmal auf Handy, oh ja, cool, ich trage mich kurz ein, wupp, ist der Kontakt halt bei dir drin, weil es immer wieder bei dieser Person aufgeploppt ist und diese Person sich dann halt eintragen konnte, wann es wirklich passt. Weil du musst dich von dem Gedanken lösen, dass jeder, der deine Anzeige sieht, sich eintragen wird. Und du musst dich von dem Gedanken lösen, nur weil jemand geklickt hat, wird er sich eintragen. Weil du weißt überhaupt gerade gar nicht, in welcher Situation diese Person ist, wenn sie gerade auf Social Media unterwegs ist. Und deswegen ist es wichtig, diese Leute einfach immer wieder abzuholen und nicht aus dem Fischernetz rauszulassen. Und dafür ist dieses Wort Remarketing da. Also denk das nächste Mal dran, wenn du irgendwo shoppen warst online und du plötzlich diese ganzen Dinge wieder angezeigt kriegst und das heißt, hol dir doch jetzt diesen Schuh, da wird dir genau dieser Schuh angezeigt, auf dem du warst, dann ist das Remarketing. Und jetzt stell dir vor, es würde auch passieren für Leute, die sich aus dem Finanz- und Versicherungsbereich, also die sich dafür interessieren, die sich dann bei dir einen Termin buchen. Denn das ist möglich und das ist das, was ich mit meinen Kunden mache, die alle Finanzberater und Versicherungsvermittler sind. Und wenn du dich dafür interessierst, wie das Ganze auch für dich möglich ist, du online sichtbar wirst, online neue Mitarbeiter gewinnst, online neue Kundenanfragen erhältst, dann trag dich gerne bei uns ein für ein kostenfreies Erstgespräch und wir schauen ganz transparent, wo stehst du und wo willst du eigentlich hin. Und wenn dir natürlich dieses Video hier gefallen hat, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert war mit dem Remarketing, ich hoffe, ich konnte es gut erklären, dann lass mir, wie gesagt, halt gerne einen Kommentar da,
Und drück auch gerne auf die Glocke, damit du zukünftig keines meiner Videos mehr dahingehend verpasst. Und schau dir auch gerne noch weitere Videos hier auf meinem Kanal an. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.